Der ist hier. Wie ist er drüber oder drunter, der Kryptoeingang? Was liegt denn da noch rum? Valentinus, der Zeitmesser. Ne, griechisch bin ich hier schon perfekt auf 7. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesch unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Ich habe ja noch meinen Haken, oder? Da bin ich ja von gekommen. Genau, da bin ich ja gekommen. Also, ich kann nach da. Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht rauf, weil da ist nichts. Hier noch was versteckt.
Hey, was leuchtet denn da so schön? Ein antiker Köcher. Wozu ist er gut? Erklärst du mir das noch? Nö, macht's so nett. Tja, mehr ist hier nicht. Mal gucken. Ja, guck mal. Ich muss mal einen bestimmten Weg gehen zum Katapult. Vielleicht muss man ja dieses Ding hier benutzen. Meine Pfeile stecken noch. Vielleicht funktioniert's ja jetzt. Ich musste noch mal ein paar Feinde. Die habe ich zwar schon. Jetzt habe ich sie noch mal kaputt gemacht. Und jetzt kommt der nächste Auftrag. Das war also irgendwie eine Anti-Cheat-Maßnahme, obwohl ich nicht gescheatet habe. Mal gucken, ob mir jetzt immer noch einer mit dem Pfeil in den Rücken schießt. Nee. Ist natürlich ein bisschen albern, ne? Wenn ich schon eine Anti-Cheat-Maßnahme mache, dann muss die auch sitzen.
Zum Aufladen des Schusses gedrückt halten, zum Feuern loslassen. Ja, aber es war zu weit. Oh, ich schieß gleich nochmal. Was hätten Sie denn gern noch zerstört? Ich könnte ja mal von hier die Dinger anzünden. Vielleicht geht das ja. Vielleicht ist eine Herausforderung. Burn, Baby, burn! Ne? So sieht's aus. Das ist eine Herausforderung. Die muss man auch erstmal selber rausfinden. Wenn ich schon das Katapult habe, dann will ich doch Spaß damit haben, oder? Ich will die Statue da treffen. Nein, wir können nur nach oben gucken, was. Wo sind denn noch Leuchtfeuer? Ist da hinten noch eins? Meine, wenn ich nicht schießen. Was ist da ganz oben? Na, no, weiter geht's nicht, oder? Das war noch ein Leuchtfeuer. Man guckt, da ist da noch ein Leuchtfeuer, oder? Ich noch nicht hin. Aber ich sehe hier noch mal zwei. Haben wir das hier? Da komme ich auch nicht hin. Ja, eins fehlt noch. Wo soll er sein?
Ich sehe da eindeutig noch ein Leuchtfeuer. Aber so weit kann ich nicht schießen. Vielleicht ist weiter unten eins. Ist hier noch mal eins drin? Ja, während des Schusses sieht man noch mal ein bisschen was vom. Das da hinten ist auch kein Leuchtfeuer. Das ist noch mal ein Katapult. Damit komme ich auch gar nicht. Warum soll das fünfte Leuchtfeuer von? Versteckt. Kann mir das mal erzählen? Was soll der Unsinn? Wo ist das fünfte Leuchtfeuer? Hä? Aber ich bin doch nicht blind. Also ich sehe da hinten schon noch eins, ne? Oh, das ist nicht treffbar. Das ist so weit weg hier. Da sehe ich schon noch eindeutig eins. Ah, wisst ihr was? Da. Da hat's da auch noch ein Katapult. Da oben. Ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkommen kann. Aber das ist auch ein Katapult. Und vielleicht kann ich, und da ist noch eins. Vielleicht kann ich mit dem den rechten anschießen. Hier komme ich auf jeden Fall nicht mal weiter.
Tja, und wenn du jetzt hier irgendwo noch ein Banner siehst oder Statuen, vielleicht ist es auch im anderen Teil der Stadt, wer weiß das schon so genau. Daneben gesprungen. Und das als nächstes fertig an. Voll ausgerüstet. Voll ausgerüstet. Voll ausgerüstet. Voll ausgerüstet. Da könnte ich noch was machen.